Hey zusammen, willkommen zurück zu Let's Retro, heute mit dem Spiel Gothic 2. Nach meiner Gothic 1 Vorstellung jetzt auch endlich der zweite Teil. Ich weiß, storytechnisch will ich jetzt auch gar nicht erzählen, was hier genau passiert ist, wo ich mich jetzt gerade hier befinde. Ich habe ja auch schon im ersten Teil nicht wirklich viel zu der Story gesagt, weil ich euch einfach nicht spoilern will. Es sieht, also ich glaube grafisch gesehen gibt es ja eigentlich keinen großen Unterschied zu dem vorherigen Teil. Müsste ich jetzt mal direkt vergleichen vielleicht, um das beurteilen zu können. Aber ich denke, das ist auch noch dieselbe Engine und ich weiß nicht. Also könnt ihr mich gerne mal aufklären, wenn ihr euch da ein bisschen besser auskennt. Ich befinde mich ja auch wieder ganz am Anfang. Ich habe, genau, jetzt auch ein neues Inventar. Wie geht das? Ich weiß gar nicht. Ach so, einfach STRG, genau. Und das hier ist auch etwas übersichtlicher als vorher. Vorher hatte man ja nur rechts diese kleine Spalte und dann immer halt einen Bereich. Also entweder der Waffenbereich, der... Was war das? Ach so. Der Items, die ich benutzen kann, Bereich. Geh weg, Goblin! Toll, noch nicht mal EP bekommen. Genau, und ihr könntet mich noch aufklären, was das Add-on angeht, weil das habe ich bis heute noch nicht ganz... Nein! Verstanden. Und zwar habe ich das früher ohne dem Add-on-Dingens der Raben gespielt. Wie heißt das nochmal? Die Nacht des Raben, genau. Die Nacht des Raben heißt das. Und dann, nachdem ich durch war, habe ich das installiert. Frag mich nicht, warum erst dann. Und dann haben sich ganz andere Türen geöffnet. Ich hatte irgendwie... Also irgendwie hat sich einiges verändert, sodass ich eben in eine ganz andere Richtung spielen konnte. Ich meine, ist halt typisch Add-on, aber das hatte mich schon verwirrt, weil ich nicht genau wusste, was gehört jetzt zum Add-on und was nicht. Zumal man dann auch in irgendeine andere Welt verschwindet und da irgendwas macht. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ärger? Hast du Ärger? Verdammt, ich weiß gar nicht, wo die sich alle versteckt halten. Du tötest einen und kurze Zeit später sind sie alle wieder da. Moment mal, ich kenne dich doch. Du bist doch der Kerl, der mich damals im Minental stellte. Bla 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 bla, nein, Spoiler. Dein Name ist Kavalorn, richtig? Ah, ich sehe, du hast mich nicht vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben. Bla 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 bla. Bla 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 bla. In die Stadt. Ich habe kein bestimmtes Ziel. Ich habe kein bestimmtes Ziel. Du willst es mir nicht sagen, was? Auch gut. Interessante Rüstung, die du da trägst. Interessante Rüstung, die du da trägst. Gehörst du nicht mehr zu den Schatten? Schatten? In dem Moment, als wir endlich... Okay, das muss ich definitiv rausschneiden. Boah, ein harter Spoiler, ey. Ich gehöre zum Ring des Wassers. Geil. Okay, ich darf definitiv nicht weiter mit dem reden, weil ich euch ansonsten echt übel spoilern könnte. Boah, ich darf nicht vergessen, den Satz rauszuschneiden. Ich bin auch echt froh, dass ich die Untertitel nicht eingeblendet hatte. Oh, ein Bandit. Hey, wo kommst du denn her? Hey, ich hab grad gekifft. Ich komme von Xardas, ich komme aus den Bergen. Ich glaube, wenn ich Xardas nehme, dann will er mich töten. Ich komme von Xardas. Ich weiß es nicht. Ist das der alte Hexer? Xardas heißt er. Das wird Brago interessieren. Oh oh. Oh, oh, oh. Genau, nein! Er greift mich direkt an. Was ist das denn für ein... Nein! Okay, ich darf nicht die falsche Taste drücken. Lass mich, nein! Nein! Geh weg! Ja! Ich glaube, ist er jetzt tot? Hallo, lebst du noch? Da ist nichts zu holen. Er lebt noch. Er lebt noch. Solange der Name da ist, lebt er noch. Oh, schwere Ast. So, Inventar öffnen. Oh, macht sogar mehr Schaden. Warum das denn? Ja, okay, war ein Dolch. Rohes Fleisch, das kann man natürlich auch noch braten. Also, ich muss auch sagen, Risen 1 fand ich echt richtig geil. Da hatte ich wieder mal, keine Ahnung, einen Gothic-Orgasmus, könnte man sagen, weil das echt genauso war wie die ersten beiden Teile. Da haben sie sich wirklich mal an die früheren Werke orientiert. Arcania fand ich
ja, wie ich glaube ich schon mal gesagt habe, nicht wirklich toll. Habe ich auch Let's Played, aber ich glaube, genau, das wurde durch meine Kanalsperrung abgebrochen. 2011. Meine ich zumindest. Kann nicht, ich kann mich auch irren, ich weiß es nicht. Warte mal, wir schlucken hier mal eben ein bisschen was. So, geil. Meiner Bonus habe ich nicht. Nee, brauche ich nicht. Alte Steintafel. Steht da auch wieder auf? Also normalerweise warte ich mal, bis die aufstehen und dann kann man nochmal mit denen reden. Kann ich den jetzt auch töten? Nee, okay, vielleicht ist er auch schon tot. Und Risen 2 fand ich dann wiederum, ich mag dieses Piraten-Genre nicht wirklich. Also, kommt drauf an. Ich weiß nicht, das kommt echt drauf an, wie das Spiel so aufgebaut ist, aber das gefiel mir gar nicht. Die Klassen, die man da hatte, waren irgendwie total langweilig. Also da finde ich das hier schon besser. Ich meine, Risen 1 war auch Piraten-Style, aber nicht so hardcore wie Teil 2. Oh fuck. Oh shit. Das ist der Kerl. Besonders wie... Ey, jetzt. Leute, stellt euch mal vor, ihr seid neu, ja? In dem Spiel. Und ihr geht so vor, dass ihr sagt, ich komme vom Xardas, tötet den, geht dann da rein, wollt gucken, was da ist. Deine Waffe nehme ich mal mit. Deine Waffe nehme ich mal mit. Und dann passiert sowas. Das können die doch nicht machen. Also da muss man schon gewappnet sein, Leute. Das kann sehr frustrierend sein. Aber besser als dann eben so ein WoW-Verschnitt. Also sprich, es wird immer einfacher. Obwohl, nee, Moment, ist wieder ein doofer Vergleich, weil das ja ein MMO ist und hat sich immer weiterentwickelt. Früher war es ja nicht so einfach. Aber mittlerweile haben sie das ja auch total vereinfacht alles. Also ich weiß auch nicht, was das soll, egal. Ja, ich würde sagen, das war dann schon. Ich meine, ich weiß auch gar nicht genau, was ich zeigen soll und was nicht. Jetzt bezogen besonders auf das Spiel, weil ich euch da gar nicht spoilern möchte. Wenn ich jetzt erzähle, was in Teil 1 passiert ist, dann nimmt das schon mal relativ viel Anreiz weg, das selber zu spielen. Deswegen guckt euch am besten nochmal den ersten Part an, also den Gothic 1 Part. Einfach mal dazu oben in die Playlist reinklicken, wenn ihr die Anmerkung bei YouTube aktiviert habt. Nochmal als kleine Erklärung, falls das irgendwer nicht weiß, was ich jetzt einfach mal bezweifle, aber egal. Unten rechts an dem Videoplayer selber von YouTube selbst ist eine Sprechblase. Und wenn ihr da drauf drückt und diese Sprechblase dann rot ist, dann sind die Anmerkungen aktiviert. Und ihr könnt sehen, dass oben Playlist, nächste Episode und vorherige Episode verlinkt ist. Und da solltet ihr dann eben auch den, Gothic 1 Part finden. Also guckt euch das an, kauftet euch, es lohnt sich. Sind wirklich sehr, sehr gute Spiele. Teil 3 werde ich auch nochmal ganz kurz vorstellen. Aber dann halt im Stil, wie in diesem Video hier, wo ich nicht wirklich was zeigen kann, weil ich euch ja nicht spoilern will. Naja gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Wäre natürlich nett, wenn ihr eine Bewertung da lassen könntet. Tschüss. Okay, Leute. Ich habe mich gerade dazu entschieden, doch noch etwas mehr aufzunehmen. Die Aufnahme war ein bisschen kurz und deswegen machen wir jetzt noch ein paar Minuten. Hier steckte gerade eben eine Axt drin. Hier in dem Baum. Sieht man vielleicht auch noch, dass da so eine kleine Spalte ist. Oder wurde jemand geköpft? What the fuck? Naja, und diese Waffe ist etwas sehr, sehr stark. Wenn man das jetzt einfach mal da unten vergleicht mit den Stats. Schaden 5, die vorherige Waffe und Schaden 40, die rostige Axt. Das Problem ist eben, dass mir dafür ein paar Stärkepunkte fehlen. Hier, 30 Stärkepunkte zu wenig. Und ich deswegen leider Gottes erstmal ein bisschen leveln müsste, um dann zu einem Trainer zu gehen, der dann eben ja die Stärke erhöht. Das ist allerdings so, dass... Also ich habe das ja schon im ersten Teil erklärt, dass man pro Level irgendwie 10 Lernpunkte bekommt und diese dann bei einem Meister oder so, also bei jemandem, der dir eben was beibringen kann, ausgeben kann. Und diese Punkte sind dann halt auch weg, also die kriegt er nicht mehr wieder. Deswegen müsst ihr schon überlegen, mache jetzt lieber 10 mehr Stärke, damit ich eine andere Waffe anziehen kann oder... Verbessere ich lieber meinen Schwertstil, also meinen, weil das gibt's auch, dass du dann Schwert Stufe 1 lernst, Stufe 2, Stufe 3 und dann greift er auch ganz anders an und ist viel agiler, also im Vergleich zu jetzt, der klatscht noch richtig klumpig drauf und hat gar keine Ahnung, wie das alles geht. Obwohl das ja derselbe Typ ist wie jetzt im ersten Teil. Aber ist ja klar, das finde ich auch richtig, dass der alles verlernt. Ich meine, stellt euch mal vor,
bei Banjo-Kazooie oder so. Ich bete jetzt einfach mal. Ich will beten und eine Spende geben. Geil. Inos, Dank für dein Gebet. Nein, stellt euch mal vor, bei Banjo-Kazooie oder so würdet ihr alle Fähigkeiten wirklich bis in die nächsten Teile dann behalten. Das wäre ja etwas sehr viel und würde eventuell auch neue Spieler dann verwirren. Auch wenn ich jetzt nicht wüsste, warum man mit Teil 2 anfängt und Teil 1 sich kennt. Macht für mich jetzt nicht wirklich viel Sinn. Genau, und ich glaube, der rastet aus, wenn ich seine Schafe töte. Doch nicht. Okay. Jetzt hoppeln die weg. Ich glaube, das sollte mal ein Hase werden. Bleib hier! Bleib! Och. Der Mistkerl schlachtet unsere Schafe. Oh, oh, jetzt hat er mitbekommen. Meleth. Oh, oh, der hat... Alter, wie viel AP hat der? Oh, oh. Und wie viel Schaden macht der? Nein! Tu das nie wieder. Das sind unsere Schafe. Och, Mann. Plünder mich nicht. Plünder mich... Oh, nein. Oh, nein, das Schaf. Danke für das Gold, du Held. Ach, verdammt. Die Waffe nehme ich mal besser an mich. Genau, die Waffe. Nimm doch am besten alles, komm. Habe ich jetzt überhaupt noch irgendwas? Ich warte jetzt darauf, dass sie wieder aufsteht, denn das ist ja kein Bandit, kein richtiger Feind, das ist ein NPC, der tötet einen nicht direkt. Okay, wow. Ein bisschen was durften wir behalten. Ich bin ja so stolz auf mich. Ja, toll. Ach, verdammt. Ja, der hätte jetzt normalerweise eine schöne Aufgabe für uns. Soll ich? Nee, komm, nachher spoilert der uns wieder. Ich bin da echt in einem Zwiespalt, Leute. Und ich finde die Grafik eigentlich echt geil bei dem Spiel. Klar kann man das nicht mit den heutigen Sachen vergleichen, aber ich finde das eigentlich ganz nett. Besonders eben der Himmel. Der ist tiptop. Naja, egal. Aber ich würde sagen, das war's jetzt. Das reicht dann auch wenn ich jetzt nicht wirklich mehr gezeigt habe, aber so habt ihr wenigstens noch die Landschaft gesehen und den Meleth oder wie der hieß und den Lennart. Hallo, ne, Lobart. Guten Tag. Na, willst du einen Schlag in... Nein! Gott, was hat denn der für eine Stimme? Nein, ich möchte nicht mit dir für den König. Ich glaube, der mag mich jetzt nicht mehr. Nein, ich... Oh, da sieht man die falsche Taste drückt, ne? Okay, jetzt kriegst du einen aufs Mull. Leute, ich mach sogar ein bisschen Schaden. Nein, 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 töte mich nicht. Nein, Lobart. Lobart, nicht. Nein. Ich bin tot. Okay, wir sehen uns beim nächsten Part. Bis dann, tschüss. Jetzt plündert er mich auch. Du arme Wurst. Hast ja nicht mal Gold dabei. Oh.